Hallo, ich grüße euch. Ihr wisst ja, ich wollte Silvester noch ein Video machen zur allgemeinen Lage. Ihr habt ja auch sicherlich mitgekriegt, dass die Drohung, die von dem IS da ausging mit diesem Poster, sich nicht bewahrheitet hat, ist für alle Beteiligten gut. Die Gefahr ist deswegen noch nicht weg. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass diese hier mit den Flüchtlingen hochgekommenen IS-Kämpfer Unruhe stiften und einen Großangriff machen. Das ist nicht außer Luft gegriffen. Wir wissen ja, dass die Silvesterfeier nur deswegen friedlich blieb, weil die Bundeswehr die Krankenhäuser und die Rettungsstationen gesichert hatte. Das hat man also in dem später erfahren, aber ihr wisst, die Bedrohungslage ist schon nicht auf die leichte Schippe zu nehmen. Und ich hatte ja geraten, haltet euch fern von irgendwelchen Ansammlungen, auch zu der Weihnachtsfeier da möglichst sich auch von Kirchen und irgendwelchen großen Veranstaltungen fernhalten. Das ist nun mal jetzt die besondere Situation. Aber darum geht es mir nicht in erster Linie. Mir geht es darum, wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel raus, den uns hier die Regierung Merkel, insbesondere CDU und SPD, eingebrockt haben. Viele sagen, naja, wir müssen die deutsche Staatsangehörigkeit, brauchen wir da unbedingt. Und machen dann einen gelben Schein und übersehen dabei, dass sie die Staatsangehörigkeit, die sie von Geburt an haben, weil sie ja von den Eltern die Staatsangehörigkeit übernommen gekriegt haben, bloß eben nicht bestätigt gekriegt haben, abgeben und dafür eine falsche kriegen. Und zwar, weil sie sie freiwillig beantragt haben. Die deutsche Staatsangehörigkeit kann niemand haben, überhaupt niemand. Es kann auch niemand aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit nach Artikel 116 Grundgesetz gewählt worden sein, weil das Grundgesetz gegen das Tillerson-Urteil verstößt. Ihr müsst ja wissen, das Grundgesetz ist 1949 entstanden und das Tillerson-Urteil stammt aus 47 und ist nicht aufgehoben worden. Am 6. Januar 1947 gab es ich sage mal so ein Revisionsurteil zu einer Begnadigung, wo Hitler einen Armeeangehörigen aus dem Ersten Weltkrieg begnadigt hatte. Und zwar hing das damit zusammen, ihr wisst ja vielleicht so aus der Schule, Versailler Vertrag, es ist aber kein Vertrag gewesen, sondern es war ein Diktat. Ne? Die Weimarer Republik ist ja im Prinzip ein Konstrukt von Rothschild und von den internationalen Bankern. Und die haben dem Deutschen Reich die Kriegsschuld zugeschrieben. Und zwar deswegen, weil Amerika in den Krieg eingetreten ist und der Eintritt in den Krieg ist durch die Versenkung von der Lusitania passiert und die Versenkung der Lusitania auf Betreiben von England, indem die also die deutschen Seekriegswarnungen unterdrückt haben und sozusagen die Lusitania direkt in den Hinterhalt gelockt haben. Und dann wurde sie natürlich versenkt, war nach den Regeln des Ersten Weltkriegs auch völlig legal. Man hat eben bloß nicht gewusst, dass da noch Waffen und Sprengstoff in dem Dampfer mit drinnen waren und das hat natürlich ein riesengroßes Loch eingerissen und dadurch ist das Ding natürlich viel schneller gesunken, als es sonst bei einem Torpedo passiert, in einem Schiff dieser Größe. Und da war natürlich die Opferzahl entsprechend hoch, sonst hätte man natürlich rechtzeitig noch Rettungsboote oder irgendwas anfordern können. Aber das hat die britische Admiralität bewusst aufs Spiel gesetzt. So, das sind alles Folgen, wo uns immer wieder erzählt wird, na, die Deutschen haben ja zwei Weltkriege angefangen. Nö, wir haben überhaupt keinen angefangen. Der Erste Weltkrieg ist eine Geschichte zwischen Österreich-Ungarn und Serbien. Ja, der Anschlag von Sarajevo und da war Deutschland, also das Kaiserreich, nur Bündnispartner, also so wie die NATO auch Bündnispartner ist. Deutsche Interessen dann am Hindukusch vertreten, was der Herr Struck hier da gefaselt hatte. Stimmt natürlich nicht, die haben nur die Strokenfelder verteidigt, wo die CIA dort angebaut hat. Außer erst mal egal. Und der Zweite Weltkrieg ist auch nicht von Deutschland ausgegangen, weil 1938 die Polen die Ostgebiete einmarschiert sind und Hitler dann nach einem Jahr und erheblichen Protesten dann gesagt hat, na gut, dann mache ich auf dem kürzesten Landweg da einfach mal einen Hausbesuch und hat also die Gebiete wieder freigemacht. So. Insofern hat Hitler Polen nicht überfallen, sondern Polen hat 1938 Deutsche Reich überfallen. Das muss man halt wissen. So. Nichtsdestotrotz ist eben durch die absolute und endgültige Kapitulation der Wehrmacht daraus geschlussfolgert worden, dass das Deutsche Reich, also das Deutsche Kaiserreich, ja untergegangen wäre. Ist aber nicht der Fall. Ne? Und wer meine Videos kennt, der kennt ja die ganze Herleitung, wie sie funktioniert. Wir wissen ja,
dass die Staatsangehörigkeit ja nicht von der Gemeinde und auch nicht vom Bund festgestellt wurde. Wieso kommt denn das Bundesverwaltungsamt dazu, eine Staatsangehörigkeit festzustellen? Das dürfen die gar nicht. Und die machen es auch nicht wirklich. Und wenn du den gelben Schein mal genau anguckst, kriegst du nämlich eine Staatsbürgerschaft. Na? Die deutsche Staatsangehörigkeit, also das, was die Bundesrepublik unter deutsche Staatsangehörigkeit versteht, ist die Staatsbürgerschaft von Adolf Hitler. Die brauchen wir nicht, weil das ist keine Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit kann immer vom Staat. Eine Staatsbürgerschaft kann jeder verleihen. Auch eine Stadt kann eine Staatsbürgerschaft verleihen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Eine Staatsangehörigkeit, das ist das Wichtige. So, und eine Staatsangehörigkeit kann man nur von dem Staat erwerben. Die Weimarer Republik war kein Staat, Hitler selber auch nicht, weil er keinen neuen Staat gegründet hat. Er hat die Weimarer Republik bloß fortgesetzt, natürlich mit anderer Politik, aber auch mit linker Politik, weil die Nationalsozialisten waren eine linke Bewegung. Und ja, und dann ist die Wehrmacht, also im Prinzip ein Putschkonstrukt der Weimarer Republik, besiegt worden, aber deswegen die Weimarer Republik nicht aufgehoben, sondern die Weimarer Republik wird heute fortgesetzt. Und man sieht das, dass eben sehr viele Gesetze aus dem Nationalsozialismus von der Bundesrepublik rechtswidrig fortgeführt werden. Unter anderem eben auch Artikel 116 Grundgesetz, der Leute einbürgert in den 31.12.1937, also in ein rechtliches Konstrukt, was schon illegal ist. Ne? Niemand kann in ein Gebiet eingebürgert werden, weil das Gebiet vom 31.12.1937 keinen Staat dargestellt hat. Das ist möglicherweise ein Kampfgebiet, möglicherweise ist es eine Gebietsabgrenzung, aber das ist die Gebietsabgrenzung des Besatzers. Die Weimarer Republik war der Besatzer des Kaiserreichs und der Hitler war der Besatzer der Weimarer Republik und die Bundesrepublik ist der Besatzer von Hitler. So, das muss man sich vorstellen wie so eine Nahrungskette. Der Staat selber ist aber das Kaiserreich. Und die Bundesrepublik gibt das auch zu. Man kann reingucken in das DAK, Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Das Einzige, was mit dem Gesetz nicht stimmt, ist der Text. Das Gesetz ist schlicht und ergreifend gefälscht worden. So. Man hat also den Leuten weisgemacht, als wäre ein Machtwechsel passiert vom Kaiserreich in die Weimarer Republik. Das ist nicht passiert. Man beruft sich dabei auf das Gesetz vom 28.10.1918. Auch dieses Gesetz ist von Max von Baden gefälscht worden und es ist auch nicht im preußischen Gesetzblatt vorhanden, also physisch auch nicht da. Das ist also die Täuschung. Und das Einzige, was sicher ist, ist im Prinzip der letzte Tag, wo der Staat noch gewirkt hat. So, wenn der 28.10. Putschtag ist, geht der Putsch immer von 0 Uhr los. Es gibt keinen völkerrechtlichen Vertrag, wo irgendwo in der Mitte geschnitten worden ist. Es wurde immer am Tageswechsel geschnitten. Das heißt, die letzte Sekunde zweifellos staatlicher Machtausübung war der 27.10.23:59, 59 Sekunden. So, und zwischen 59 Sekunde und 0 Uhr muss dann geschnitten werden. Alles, was vor diesem Zeitpunkt ist, ist staatlich. Alles, was danach ist, war mal Blick. So, im staatlichen Recht stellt die höhere Verwaltungsbehörde die Rüsttag-Bestätigung aus. Wir wissen natürlich, die höhere Verwaltungsbehörde war in jedem Bundesstaat eine andere. In Sachsen hießen sie Hauptmannschaften, in Bayern hießen sie Kammern des Innern, in Berlin wieder anders. Könnt ihr mal bei eurem Stadtarchiv mal nachgucken, wie das in eurem Bundesstaat war. Fakt ist, dass diese höhere Verwaltungsbehörde die Rüsttag-Bestätigung ausgestellt hat. So, ihr müsst ihr wissen, die höheren Verwaltungsbehörden hat der Hitler aufgelöst. Hätte er gar nicht machen dürfen und der Besatzer hätte sie spätestens am 8. Mai 1945 wieder herstellen müssen, damit nämlich alle Deutschen rechtmäßig eingebürgert werden kann. Der Bund kann es nicht, weil der Bund ein Parteikonstrukt ist, was wieder auf der Weimarer Republik aufsetzt. Und aus einem Feindstaat kann niemals ein Verweser kommen, also niemals ein vertrauter Verwalter des Kaiserreichs. Aus einem Feindstaat kann niemals ein Verwalter des Staates kommen. Egal wie das aufgebaut ist, egal wie demokratisch das ist, es geht rechtlich nicht. Ne? Der Besatzer hat sich an das Landesrecht zu halten, steht im Artikel 43 Haager Landkriegsordnung. Und das Landrecht, was bei Eintritt der Haager Landkriegsordnung gilt, ist das allgemeine preußische Landrecht, abgekürzt PRALR. Das gilt. So. Und das PRALR greift immer dann, wenn nichts anderes vom Staat geregelt worden ist. So, wir wissen ja,
Das, was heute als Bund bezeichnet wird, hat seine Machtausübung über das Grundgesetz. Und wir wissen weiter, dass am 27.09.1990 veröffentlicht worden ist, dass das Grundgesetz am 18.07.1990 0 Uhr gelöscht worden ist. Nämlich auch wieder mit der 59. Sekunde ist es noch Staatsfragment, also DDR und BRD Staatsfragment. Und 0 Uhr ist es, also 18.07.0 Uhr, ist es Handelsrecht. Man hat dann später bei den Verhandlungen der eigentlichen Wiedervereinigung diese Protokolle gefunden und hat dann festgelegt, dass die Besatzervorbehalte für Berlin erhalten bleiben. Wenn man das tut, wenn man an der Hauptstadt ein anderes Recht etabliert als im Recht des Landes, dann gilt wieder Völkerrecht. Wenn im Völkerrecht steht, was in der Hauptstadt gilt, gilt im ganzen Land. Das heißt, wenn in der Hauptstadt das Kaiserreich noch rausguckt, haben wir überall auch das Kaiserreich. Aber die Gemeinden sagen, wir müssen diese Staatsangehörigkeit nach Russland nicht ausfertigen, weil es gibt kein Gesetz. An dieser Stelle haben sie zwar recht, aber es gilt auch das Notstandsrecht, was der Kaiser hat. Der Staat muss handlungsfähig sein. So, das heißt, wir brauchen einen Ersatz für die höhere Verwaltungsbehörde, die im Rußtag genannt worden ist. Nämlich die, die euch die Rußtag-Bestätigung ausstellen darf und ausstellen muss. So, und jetzt müssen wir weiter wissen, dass alle Handlungen, die für die Wahl und die Handlungsfähigkeit des Staates erforderlich sind, entlastungspflichtig sind. So, mit der Entlastungspflicht wird die Handlung des Notstandsleiters zum Gesetz. Das heißt, alles das, was die Wahlkommission macht, ist so, als hätte es von Anfang an ein Gesetz gegeben, die Wahlkommission darf die höhere Verwaltungsbehörde ersetzen, beziehungsweise notstandsrechtlich tätig werden. So wäre es korrekt. So, das heißt, wir müssten feststellen, wer in den Grenzen von 1918 wahlberechtigt ist. Wahlberechtigt ist, wer nach Rußtag Deutscher ist. So, da fallen alle Migranten raus und da fallen alle raus, die den gelben Schein gemacht haben. Weil solange wie der gelbe Schein besteht, gilt nach Rußtag, wer freiwillig eine andere Staatsangehörigkeit annimmt, verliert die Bundesstaatenangehörigkeit. So, und der miese Trick, der hier läuft, ist, dass wir zwar alle die Bundesstaatenangehörigkeit haben, diese uns aber nicht bestätigt wird, weil die höhere Verwaltungsbehörde muss es machen. Die Gemeinde meldet nur auf den Stand. Da hat sich der dort niedergelassen und die melden das dann an die höhere Verwaltungsbehörde. So. Und die Gemeinde verweigert sozusagen die Erfassung der Russland-Staatsangehörigkeiten, weil sie sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, wir machen es nicht. Ne? Im Prinzip sind sie verpflichtet, das zu machen, weil sie die Haager Landkriegsordnung, Artikel 43 erfüllen, aber sie machen es nicht, sie weigern sich eben. So. Und das führt dazu, dass das Volk im Prinzip die Bestätigung der Rußtag-Staatsangehörigkeit nicht erbringen kann. So. Das ist schon mal grundgesetzwidrig, weil im Grundgesetz Artikel 25 steht nämlich, dass das Völkerrecht Rechte und Pflichten erzeugt und dem Bundesrecht vorgeht. Das heißt, wenn das Bundesrecht Landesrecht bricht, also wir reden jetzt vom Bundesrecht der BRD, dann bricht das Bundesrecht das Landesrecht der BRD und das Landesrecht bricht das Kommunalrecht. So, das heißt, das Völkerrecht wirkt über Bundesrecht, Landesrecht, Kommunalrecht doch rein. Und im Völkerrecht steht, in der Haager Landkriegsordnung, was Bestandteil des Völkerrechts ist, ist geregelt. Es gilt nach Artikel 43 Haager Landkriegsordnung das Landrecht. Und das Landrecht ist das alte preußische Landrecht, allgemeine preußische Landrecht. Und da gehört das staatliche BGB, die staatliche ZBO und alles, was zum 27.10.1918 als Rechtssatzung gegolten hat. Das ist das, was unser Besatzer gewährleisten muss. Und die sind verpflichtet, die Russland-Staatsangehörigkeit anzuerkennen. Was wir machen müssen, ist die Feststellung. Wir müssen die Bestätigung bringen, jawohl, derjenige hat gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit wie vom Hitler, sondern der hat die Bundesstaatenangehörigkeit. So, und jetzt muss man im Prinzip beweisen, dass die deutsche Staatsangehörigkeit durch eine Täuschung im Rechtsverkehr von der Bundesrepublik für alle ja, Ahnungslosen verordnet worden ist. So, und dass sie das nicht freiwillig gemacht haben, weil die so den Hitler verehren, sondern weil sie geglaubt haben, dass sie das Richtige tun. So, und da kann man sie nicht dafür bestrafen. Wenn das Grundgesetz sagt, alle Macht geht vom Volke aus, steht ja auch nicht da, alle Macht geht vom deutschen Volke aus, vom Volke, sagen viele, das sind ein ausländisches Bankenkonsortium, was sich das Volk nennt. Und das hat mit dem deutschen Volk nicht viel zu tun. Deswegen steht ja auch nicht im Urteil drin, im Namen des deutschen Volkes, sondern im Namen des Volkes, also im Namen des Bankenkonsortiums. Viele sagen auch, das ist diese Bar Association.
die vertritt das Volk. So. Das ist aber nicht das Volk, was wir unter Volk verstehen, sondern das ist ein Täuschungskonstrukt, wenn man so will. Ne? Die Weimarer Republik hat für jedes Konstrukt, was es gibt, noch einmal einen neuen Begriff mit einer völlig anderen Bedeutung erfunden und damit gibt es eine Begriffsverwirrung. Ne? Handelsrecht nach dem Weimarer Blick ist im Prinzip das, was wir hier als Entrechtung und Willkür erleben. Das Handelsrecht im Kaiserreich sagt, das Recht zu handeln. Ne? Das ist allgemein und klar auf die Handelstätigkeit bezogen, die es ja im Kaiserreich auch gegeben hat. Es gab im Kaiserreich auch Firmen, viele sind sehr alt, also zum Beispiel AEG ist so alt oder Siemens oder Bosch gab es auch schon im Kaiserreich schon. So. Und diese Firmen, die waren juristische Personen. Ja? Und im Handelsrecht macht man im Prinzip aus jeder natürlichen Person eine juristische und über die juristische versucht man also die Menschen zu entrechten. Und das ist das, was mit dem Personalausweis ausgedrückt wird. Der Personalausweis macht uns zum Personal und die Frau Merkel ist sozusagen die Chefin von allem Personal und die entscheidet dann. Deswegen hat sie auch gesagt, ich bin der Staat. So, dass das natürlich diese Vorgehensweise grundgesetzwidrig ist, wissen wir ja. Aber wir wissen auch, wenn der Geltungsbereich vom Grundgesetz gelöscht ist, kann sie eigentlich machen, was sie will. Sie muss das Grundgesetz doch nicht wirklich einhalten. Weil am 27.09.1990 ist es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, dass es gelöscht worden ist. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn wieder raus aus dem Schlamassel? Herauskommen wir durch die Rustag-Bestätigung. Was anderes brauchen wir ohne? Geburtsurkunde oder Auszug aus dem Geburtenregister, die Heiratsurkunden von den Eltern und von den Großeltern. Ja, und dann geht das strikt nach Rustag. Ne? Die Kinder erben die Staatsangehörigkeit von Eltern und die Frau die Staatsangehörigkeit vom Mann. So, und da muss man gucken, wo das ist. Bei einer Scheidung wird es kompliziert, weil dann hätte die Frau zwei Möglichkeiten. Sie kann die Staatsangehörigkeit von dem Mann weiter benutzen oder selber eine Ableitung machen über ihre Eltern. Ne? Sie ist auch Kind von ihren Eltern, erbt die Staatsangehörigkeit von den Eltern. So, und das alles zu prüfen und genau zu gucken, wie das zusammenpasst, das ist Aufgabe der Wahlkommission. Und da gibt es eine Anschrift der Wahlkommission, die lautet Einiges minus Deutschland. Und dort guckt er unter Wahlkommission und Siegelrechte für Weserwahl, ganz klickt er oben rein und dort gibt es Poststellen. Und an diese Poststellen könnt ihr eure Unterlagen für den Nachweis der Rustag-Staatsangehörigkeit schicken. So. Und das funktioniert folgendermaßen: Ihr müsstet von den Unterlagen, die ihr habt, ein hochauflösendes Farbbild scannen oder ein hochauflösendes Handyfoto. Und mit diesem Handyfoto, das schickt ihr ein, machen Sie eine Vorprüfung, ob es überhaupt eine Chance gibt. So, nicht, dass er jetzt so einen Haufen Energie reinsteckt und dann fehlt irgendwie, funktioniert die Ableitung nicht, weil das sind Vertriebene aus Sudetenland, also außerhalb von den Grenzen von 1918. So, da gibt es so Bereiche, die zu Österreich-Ungarn gehört haben. Da kriegt er natürlich nicht die Staatsangehörigkeit vom Kaiserreich, sondern da müsste er die beantragen in Österreich-Ungarn. So, ihr wisst natürlich, dass Österreich und Ungarn, wenn man dann Verhandlungen drüber aufnehmen, dass bei Untergang der EU ja das alte Staatskonstrukt auch dort wiederhergestellt werden muss. Und je nachdem, welches Staatskonstrukt eher hergestellt wurde, muss über den Bündnisvertrag von Bismarck das jeweils andere auch wieder zum Leben erwacht werden. Also wenn die Österreicher schneller sind wie wir, müssen die uns helfen, den Staat wieder aufzubauen, umgedreht auch. Die Vermutung liegt nahe, dass sie es am gleichen Tag machen. Also dann, wenn Deutschland und Österreich und Ungarn aus der EU aussteigt, weil sie mit der Zwangszuweisung von den Invasoren nicht einverstanden ist. Also das ist eine Situation, wo es eigentlich nur noch ein Funke oder einen islamischen Großterror bedarf, damit das passiert. Und genau in dem Moment kann es zu einer Vertreibung kommen, weil der neue Monarch, wer auch immer das ist, kann ja sagen, ja, du bist ja gar kein Russlanddeutscher, du wolltest ja zum Hitler und der Hitler gehört über den Weimarer Republik zur Besatzungsmacht. Also musst du schon erstmal deine Russland-Staatsangehörigkeit ordentlich nachweisen und dann müsstest du eine Wiedereinbürgerung machen. So, das ist das, weshalb so viele draußen rumfahren mit Stammtischen, was weiß ich, und den Leuten gelbe Scheine auf Schwatzen, obwohl deren Bauchgefühl sagt, na, irgendwas stimmt doch damit nicht. Na, was stimmt denn nicht? Die Staatsangehörigkeit, die über den gelben Schein kriegt, ist genau die in der Sperrfrist zum Tillessen-Urteil steht. In dem Tillessen-Urteil, hatte ich vorhin erklärt, ne? Tillessen hat den Erzberger umgelegt, weil der Erzberger den Versailler Vertrag unterschrieben hat. Und das,
und sozusagen die Reichsbank an die Weimarer Republik ausgeliefert, obwohl er das hätte nicht gebraucht, als hätte der Kaiser unterschreiben müssen. Und deswegen hat der Tillerson den Erzberger angelegt. So, der Hitler hat ihn begnadigt und die Besatzer haben im Rastatter Kriegsverbrechertribunal den Tillerson wieder verurteilt. Und er hat dann auch bis 1953 dann nochmal im Gefängnis gesessen. Ich weiß es jetzt nicht genau, für den Jahreszahl nicht sagen. Könnt ihr selber mal googeln. So, rein rechtlich hat er ein Standgericht gemacht. Aus staatlicher Sicht wäre er auch zu begnadigen gewesen, weil er hat im Prinzip nichts anderes gemacht als einen Putschisten erschossen. Das hätte, war, ja, ich sag mal, der Hofrichter auch gemacht. Ne? Also, es ist zwar in dem Sinne ein Kriegsverbrechen, weil er hätte erstmal vor dem Militärgericht gehört, aber das Militärgericht des Kaisers gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Also hat er selber Hand angelegt und hat ihn umgelegt. So, das ist zu dem Tillerson-Urteil, was man da wissen muss. Es gibt ja immer eine offizielle Lesart, aber man muss auch sehen, was hätte dann der Staat gemacht. So, in dem Tillerson-Urteil steht eine Sperrfrist drin, die geht vom 5.3.1933 bis zum 8. Mai 1945. Und alle Gesetze, die da drin sind, ja, in dieser Sperrfrist, die dürfen nicht angewendet werden. Dann gucken wir ins Grundgesetz rein, da steht drin, 31.12.1937, kann schon mal nicht sein, weil es in der Sperrfrist liegt. Dann gucken wir rein in das STAK. Das STAK greift zurück auf die Gesetzgebung vom 5.2.1934, liegt auch in der Sperrfrist. Dann haben wir das Umsatzsteuergesetz, das Einkommensteuergesetz, sind alles Gesetze, die in der Sperrfrist liegen. Die Schornsteinfegerverordnung, die Justizbeitreibungsordnung, alles diese Sachen, die hier in der Bundesrepublik eben für diese Willkür und für die Entrechtung der Menschen sorgen, die sind alle in diesem Zeitrahmen verortet. Ja, auch das Rechtslehrgesetz und den Anwaltszwang sind alles ungültige Gesetze, aber es wird eben von vielen Verwaltungen und Gerichten eben falsch angewendet und die Lasten, die aus dieser falschen Anwendung entstehen, dem Volk aufgebürdet. Ne? Also der Anwaltszwang ist eindeutig verboten, weil der auf die Gesetzgebung zurückgreift, die von Hitler stammt. Da sagt dann der Bundesrat, ja, wir haben aber dort selber ein Gesetz gemacht, ja, sie dürfen es nicht. Sie dürfen keine Gesetzgebung einführen, die nicht aus der staatlichen Quelle, aus der staatlichen Rechtsquelle stammt. Sie können alles nutzen, was am 27.10.1918 an Gesetzgebung da war. Was davor war, nicht, weil der Staat hat ja bis dahin gearbeitet und hat auch Verfügung gemacht. Die sind alle gültig. Ja? Es muss die Gesetzgebung hergenommen werden vom 27.10.1918, 23:59, 49 Sekunden. Was an diesem Zeitpunkt gegolten hat, ist staatlich, alles andere ist nicht staatlich. So. Und wenn man das konsequent macht, kommt man ganz schnell dahinter, dass die höhere Verwaltungsbehörde, die Reichsstaatsangehörigkeit ausstellt, durch die Wahlkommission notstandsrechtlich vertreten werden muss, damit überhaupt gewählt werden kann. Die Bundesrepublik hat noch nie gültige Wahlen veranstaltet, denn ihr Wahlgebiet ist nämlich nicht die Bundesrepublik und auch eine DDR, sondern es ist das Gebiet von 1918. Ich wüsste nicht, wann bei der Bundestagswahl in Polen Wahlbenachrichtigungen oder ausgeteilt worden sind oder dort Wahlen stattgefunden haben. Die haben dort nicht stattgefunden, weil die Polen zu ganz anderen Zeitpunkten und einer ganz anderen Rechtsordnung wählen. Und damit sind die Wahlen ungültig. Und die Frau Merkel nicht gewählt und auch die SPD und CDU nicht gewählt. Die konnte einfach keiner wählen, weil das Wahlgebiet nicht gestimmt hat und auch die Anzahl der Wahlberechtigten. Und auch der Bundeswahlausschuss ist nicht berechtigt, das zu prüfen, weil die sind ja durch Parteien besetzt und die Parteien entscheiden über ihre eigene Sache, sind also formal befangen. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass die Parteien jemanden hinschicken, gehen wir in die Wahlkommission und die sagen, ja, die Parteien haben immer alles richtig gemacht. Die sind ja befangen. Die urteilen im Auftrag der Parteien und die können über den Rechtsstand gar nicht entscheiden. Würden sie nämlich über den Rechtsstand entscheiden, müssen sie merken, dass auch das Bundeswahlgesetz gegen das Tillerson-Urteil verstößt. Und im zweiten Bundesbereinigungsgesetz steht ganz klar drin, dass die Bestimmungen, die im Tillerson-Urteil getroffen worden sind, auch die Entscheidungsgründe von allen Gerichten und Verwaltungen einzuhalten sind. Die Bundesrepublik hält sich aber nicht dran. Also müssen wir den Besatzer anrufen, uns zu helfen. Die Besatzer werden seit 2006 direkt von den außerordentlichen bevollmächtigten Botschaftern in Berlin vertreten, weil in Berlin eine demilitarisierte Zone gibt. Ja? So, dort ist im Prinzip eine juristische Besatzung und die vier Besatzungszonen existieren noch: England, Frankreich, USA und Russland.
Wobei, nee, Sowjetunion muss man sagen, wobei das sowjetische Mandat von Russland ausgeübt wurde. Aber die haben eben nur den Teil. Deswegen hat eben die NATO darauf gesehen, dass es eben zum Zerfall der Sowjetunion kommt, damit dieser Vertragspartner nicht vollständig zusammentreten kann. Deswegen Putin immer nur mit dem russischen Mandat hantieren kann, was ihm wirklich was nützt. Ja, das heißt, wir müssen uns in dieser Situation selbst behelfen und dann, wenn wir eine gewisse Größenordnung erreicht haben, und da hat Putin gesagt, 2 Millionen wäre eine Größenordnung, wo er sich diplomatisch bewegt. Ja, also wenn 2 Millionen sagen, wir würden gerne die Merkel entsorgen, weil die macht ja totales Chaos, die gefährdet unsere Kultur, die gefährdet unsere Sicherheit der Kinder und aller der Rentner, was weiß ich, die werden überfallen und so. Und hier besteht Handlungsbedarf, aber das muss eben in einer breiten, großen Organisation vorgetragen werden. Und deswegen haben wir einiges Deutschland auf den Weg gebracht, wo sich jeder an dieser Bewegung beteiligen kann und sagen kann, wir machen hier nicht mehr mit. Wir wollen unsere Russlandstaatsangehörigkeiten und wir wollen, dass die, die hier nichts in dem Land zu suchen haben, sich wieder auf den Heimweg machen. Und wenn die eben, was weiß ich, eingeflogen worden sind von der Bundeswehr, dann muss die Bundesregierung für diese Kosten selbst aufkommen. Und die kann nicht den Steuerzahler dafür in Haftung nehmen. Das ist einfach nicht möglich. So. Und das vorzutragen, das erfordert eben eine Organisation, die eine gewisse Größenordnung braucht. Und da sagen viele, naja, die werden sich schon darum kümmern und es wird schon alles ein gutes Ende nehmen. Den Zaun kann ich euch ziehen. Es gibt von der UN einen ganz klaren Auftrag, das deutsche Volk auszutauschen. Ja, gegen andere Völker. Ne? Man will also den IQ auf mindestens 70 senken. Da liegt so im Bundesdurchschnitt zwischen 110 und 130, je nachdem, wie man so in der Schule aufgestellt ist. Und die wollen dann auf 70 runterdrücken, damit eben dieser Widerstand und das Verstehen, wie das System funktioniert, eben von der Bevölkerung nicht mehr verstanden wird. Ne? Und es ist eben für die Elite eine Gefahr, wenn sie ein schlaues Volk hat, was diese Zusammenhänge versteht, die ich eben auch dargelegt habe, und das dann wirklich auch macht. Denn wenn die sagen, wir wollen einfach nicht mehr, wir wollen jetzt das, die Russland-Staatsangehörigkeit, und uns ist alles egal, was die Bundesrepublik meint zu tun. Fakt ist eins, dass die ganze DDR, also alle 19 Millionen DDR-Bürger, niemals die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben können. Weil die DDR gar keine Rechtsnachfolge von 1933, 45 gemacht hat. Das haben sie uns 5-mal die Woche bei der Rotlichtbestrahlung erzählt, dass sie es nicht gemacht haben. Und wenn sie es nicht gemacht haben, gilt in der Gesetzgebung davor immer noch das Rustag. Die DDR-Staatsbürgerschaft war auch nur ein Zugeständnis, weil die Staatsangehörigkeit Kaiserreich hätte man in der DDR gar nicht kommunizieren können, aber die war da. Und der Personalausweis der DDR belegt, dass sie die Bundesstaatenangehörigkeit zu dem Zeitpunkt noch gehasst. Und deswegen hat die Bundesrepublik die Personalausweise ungültig gestempelt. Hätte sie gar nicht machen dürfen, weil nämlich erstens mal der Einigungsvertrag gelöscht worden ist und zweitens mal das alte Konstrukt BRD am 18.07. schon gelöscht war. So, in demzufolge sind die Ungültigkeitsmachungen der Personalausweise der DDR illegal gewesen. So, Kohl hat das gewusst, er hat sich einfach über die Gesetzgebung der DDR und auch der BRD hinweggesetzt. Niemand kann die DDR-Verfassung aufheben, aber sie nützt uns auch nicht, weil die DDR auch nur Handelskonstrukt war. Wir hätten auf die alte DDR zurückgreifen müssen, die vor dem 18.07.1990 bestanden hat. Und diese DDR, die davor bestanden hat, die hatte das Volkseigentum. Und die ab 18.07. gewesen ist, die hatte gar nicht. Der hätte man auch keine Treuhand verordnen können, weil die einfach nur eine Firma war. Und das ist der Betrug, den die Treuhand an den Bürgern der DDR begangen hat. Und dafür gehört es eine Rückabwicklung. Und das wird auch passieren, eben dann, wenn der Euro ein Lemming macht. So, das ist erstmal eine Zusammenfassung, damit er erstmal versteht, warum wir die Siegelrechtewahl gemacht haben. Und ich werde jetzt im zweiten Teil nochmal speziell auf die Vorgehensweise eingehen, warum und wieso die Wahlkommission an dieser Stelle von euch die Unterlagen brauchen, damit ihr das prüfen könnt. Das machen wir dann im Anschluss im Teil 2.